Leute, heute ist es soweit und zwar die Season 1 neigt sich dem Ende, aber bleibt auf jeden Fall am Ende dran, denn da reden wir nochmal über das Ganze. Aber heute geht es um Big 5 gegen Marek. Ja, nochmal ein Duell, was es in sich hat. Marek auf jeden Fall ein sehr starker Gegner, aber die Big 5 haben natürlich auch ein sehr solides Deck. Wie immer, zusammen mit CK Phoenix und es wird ein ganzes Match gespielt. Heißt, hier seht ihr nicht alles, ihr müsst zu den Guten rübergehen und wir gehen jetzt rüber zum Deck. Ja, bei den Big 5 kann man ja verschiedene Ansätze wählen und ihr habt in den Kommentaren gesagt, dass ich gerne mal auf den 5-Götter-Drache, beziehungsweise 5-köpfigen Drachen gehen soll. Und selbstverständlich, Leute, machen wir das Ganze auch. Wir gehen aber erstmal durch das Deck. Wir haben mystische Elfe, dann gute ATK, okay, sehr solide. Dann haben wir Vollstrecker, der A, ein solides Druidenmonster ist und natürlich einer der Big 5 ist. Dann haben wir noch gute Kami Magus, Glaubens, dann den Engel. Ja, die Jungfrau ist okay, die zwei sind auch okay. Dann kommen wir mal wieder zu guten Karten. Wir haben dann nämlich unter anderem einmal gute Normal sammeln und super gute Angriffskraft, brauchen wir nicht drüber reden. Wand, also gute Defense. Feuerprinzessin kann relevant sein. Der Elf hat 1,8. Super gut. Dann haben wir Pinguin, der gehört zu den Big 5, hat aber auch einen soliden Effekt. Gehört zu den Big 5. Effekt ist Müll. Gutes Root-Monster, gehört zu den Big 5. Solide Werte, Big 5, solide Werte, definitiv. Dann haben wir hier natürlich perfekter Maschinenkönig für 2 Tribute, was sehr, sehr nice ist hier an dieser Stelle. Dann haben wir Power Spells. Wiedergeburt, schwerer Sturm, Riesentornade, Topf und Dimensionsloch. Dimensionsloch, eine Karte, die erstmal wirkt, dass sie sehr schwach ist, aber gerade kommt jetzt so mit diesen Normalbeschwörungen unglaublich gut. Dann haben wir natürlich Karten der Heiligkeit, ist eine Anime-Karte. Im Anime hat sie natürlich einen ganz anderen Effekt, aber hier kann man sie immer noch benutzen, um eben vielleicht noch mit letzter Chance ein kleines Comeback zu kriegen. Von daher immer gute Karte. Dann haben wir Goldsarkophag, die Duelle sind ein bisschen langsamer, bedeutet also, wer man spielen kann, rein da. Power Spells wieder, Feuerliches Begräbnis, mystische Raumteufu und Angebot an die Verdammten. Unglaublich starke Karte, außer Frage. Dann Notvorräte, so heißt sie gerade nämlich, die zwei Sinnen hat. Einmal, um eventuell unser Floodgate selber wegzulegen. Des Weiteren mehr Lebenspunkte für Infektions für Lilie zu bekommen. Und zusätzlich müssen wir auf 40 Karten kommen. Und so viele gute Karten haben sie dann doch nicht. Dann haben wir hier einmal Feld, die sehr gut sein kann. Eben gerade bei, also bei Zauberkarten natürlich sehr gut. Dann haben wir Blocken. Also ja, das blockt natürlich auch uns, aber blockt den Gegner auch vor allem, deswegen natürlich drin. Und Schwergriffbindung, super starke Karte. Vor allem mit Infektionsfee Lilly ist immer unglaublich stark. Und dann haben wir hier noch Feierliche Wünsche. Feierliche Wünsche ebenfalls mit Infektionsfee Lilly, um mehr Lebenspunkte zu bekommen. Und dann natürlich zwei Karten, die ich ausgelassen habe. Und zwar natürlich Spiegel des Drachen in Kombination mit Wiedergeburtsurteil. Dadurch haben wir die Möglichkeit, eben unseren Drachen zu rufen. Und ja, Leute, ich wünschte, ich würde mehr Drachen spielen im Main Deck. Das Ganze ist nicht möglich, denn es gibt noch einen weiteren Drachen, den wir spielen können, ist von Stats schlechter und ja, ein Drache. Da können wir auch die Kombination eben auch dieser Spell und der Trap spielen. Dann funktioniert das Ganze auch, aber ja, dieselbe haben kaum Drachen gespielt, was natürlich ziemlich schade ist. Und falls sich jemand fragt, hä, wie haben die das in Anime denn gemacht? Im Anime ist die Karte eine Ritualkarte, von daher ist das natürlich gar nicht möglich gewesen. Also hier können wir es halt eben nicht möglich machen, weil die Ritualkarte ist ein Fusionsmonster, das geht einfach nicht. Aber das ist das Deck und ich würde sagen, wir gehen rein ins Duell. Dann wollen wir mal sehen, wer der wahre Bösewicht ist. Willkommen in meiner Arena. Boom, Duell. Ich werde deinen Körper mir nehmen. So, ein Ding ist das drin. So, ich ziehe. Bis du meinen Körper übernehmen kannst, ist er schon mit Ra verschmolzen. Da ist nur noch ein Auge da. Nee. So, Z. Hm? Ja. Ganz entspannte Nummer erstmal. Ganz entspannt. Ja. Kein Stress. Ruhig. Kannst du auch. Also, ruhige Nummer. Ich mach gerne Stress. Oh, Digga, was ist das denn? Jo! Übertreib dein Leben! Angriff! Granadora! Ja. Ja, sicher. Okay. Jetzt beschwert er sich ja auch noch. Ja, machen. Dann ziehen wir. Was kann der denn? Okay, nett. Ja, du, ne? Ich hab dir gesagt, mach ruhig. Hör auf, viel Stress zu machen, mein Lieber. Einfach eine entspannte Nummer hier. Okay. Ja? Gerne. Nein, sehe ich anders. Was? Ich aktiviere metallisch reflektierender Schleim. Digi, muss jetzt nicht sein, ne? Und da ich jetzt ein Monster der Stufe 10 habe, kann ich das opfern für...
Den ägyptischen Götterschleim. Also, fühlst du dich nicht ein bisschen übertrieben an? Nee, ich habe die letzten Male zu sehr gelitten, als dass mir das jetzt leid tun könnte. Aber du hast eh irgendwas hast du eh. Zeit ist eine Tugend und du hast sie nicht, also gebe ich sie dir. Schwerkraftbindung. Was ist denn los, mein Lieber? Ja. Was ist denn los? Ja. Damit ich gleich keinen Schaden nehme, opfere ich meinen Granadora für den Höllendichter. Was macht der denn? Der heißt Hulpömer. Hellpömer. Also Höllendichter. Nein! Hulpömer! Okay. Am Ende der Battle Phase deines Gegners, falls sich diese Karte in dem Friedhof befindet, weil sie sich kannst, lass dein Gegner eine zufällige Karte abwerfen. Gar nicht mal so blöd, ey. Ja gut, das ist nicht schlecht, mein Lieber. Aber. Ja, super. Ich weiß nicht, was dein Problem ist an dieser Situation. Ich weiß, dass ich das Duell gewinnen kann, auch auf diese Art und Weise. Mhm, ganz klar. Weil ich spiele eine kleine Fee. Jetzt, ich weiß, dass du das tust. Jetzt Stufe 3. Ich weiß, dass die das hat. Ja, ist ja gut, dann sind wir uns ja einig, dass ich ein Out habe. Oh, Hallöchen. Weil was Schönes, Monster setzen, du bist dran. Das macht dir gerade richtig Spaß, oder? Ja, ich fühl's. Das ist richtig witzig. Ja, das glaube ich dir gern. Richtig witzig. Da gibt's mir gleich Ra, ey. Kugelmodus, ich könnte heulen. Ah! Ich rufe meinen finsteren Geroid. Wow. Und deine mystische Hilfe hat keine Angriffspunkte mehr. Krass. Ich hatte voll vor, mit der anzugreifen. Aber ich habe noch eine weitere coole Karte, und zwar Opfer des linken Arm. What? Weißt du, was cool wäre jetzt? Was? Implorer? Implorer wird schon meddern, aber leider. Und ich hole mir... Kopfdeckbier? Hä? Nein. Ich hole mir... Falle entfernen! Bitte, pass nicht dein Ernst. Und ich aktiviere Falle entfernen, um deine Falle zu entfernen. Das finde ich jetzt nicht so schön, um ehrlich zu sein. Und dann aktiviere ich noch meinen Sargverkäufer. Ja, jetzt übertreibst du halt auch wieder, ne? Es ist halt, hör auf, hier Särge zu verteilen, sonst fällst du noch selber in eine Grube. Denn ich aktiviere jetzt in der Battle Phase. Ja, bitte? Stammesführung! Das können nicht angreifen. Und du hast zwei Unterwälder. Das stimmt. Aber mein Aquamonster kann immer noch angreifen. Und zwar deine mystische Elfe. Tja. Und du kriegst 300 Schaden. Das wird das Duell nicht entscheiden, habe ich dir doch schon mal gesagt. So, da bin ich gespannt drauf. Du kannst nämlich jetzt schön einen Monster als Tribut anbieten. Ich muss, ne? Ja. Oh, okay. Ja. Okay. Fairer Punkt. Ist doch schlecht. Egal, jetzt gehen wir auch mal in die Offensive, würde ich sagen. Ich sag mal, mein Engel zieht eine Karte. Nicht schlecht, Skellingen. Dann. Das ist halt Minus. Ne, machen wir so. Dann opfere ich ihn und ihn. Oh, und für? Beschwöre meinen mächtigen, perfekten Maschinenkönig. Okay, das sind ein paar Punkte Schaden für dich. Und Battle Phase. Ich glaube, du hast vergessen, dass du nur den angreifen kannst. Scheibenkleister. Dann machen wir das so.
Okay, das... Ah, Minus, ey. Ich wusste nicht, dass man nur den angreifen kann. Das ist ja richtig Minus. Er ist komplett broken. Was ist er denn für ein heftiges Ding einfach? Für Anime-Duell ist der eigentlich zu krass, aber... Ja, ich meine... Könnte man dann auch über Urikalkos Fusionsmonster und alles sagen. Ja, ja, also es ist durch fair. Aber jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich deinen perfekten Maschinenkönig loswerden. Ja, finde ich nicht. Ich finde, der kann ruhig bleiben. Das ist jetzt nicht das Problem. Wie schön, dass ich vor sehr vielen Zügen diese Karte hier verdeckt gespielt habe. Ehrung der Verdammten! Und die Karte bringt mir sogar was im Friedhof. Also verabschiede dich von deinem perfekten Maschinenkönig. Ich habe sie sogar hier. Sie ist sogar hier. Ich halte sie gerade in die Facecam. Da. Aus dem Ärmel geschüttelt. Das hätte ich letztes Mal mit Bandit Keith gebraucht. So. Finsterer Geroid. Alter, er macht mir echt Druck mit diesem Sarg langsam. Ja. Und nochmal 2000 von meinem Höllendichter. So. Aber wenn du jetzt ein Monster hast, dann habe ich ein Problem. Also ein Monster, was stark genug ist. Ja, dann ist es sehr schwierig. Habe ich, mein Lieber. Dann ich beschwöre! Hysterischer Elf! Okay, der ist echt nicht schlecht. Ja, dann geh auf. Aber ich habe noch genug Lebenspunkte, alles gut. Ja, ich leider nicht. Das ist ein bisschen bitter hier. Ich ziehe. Oh, es wird immer kritischer. Ich rufe Mayshit. Die Bestie mit vier Gesichtern. Ich greife mit dem Höllendichter an und dann mit meiner vierköpfigen Bestie. Ach ja, du kriegst noch 300. Ja, ja, ja. Schaden, 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 Schaden. Das tut alles weh. Ja, sei ruhig. Spürst du, wie dein Körper langsam ins Reich der Schatten gezogen wird? Ah, ah! Das ist halt... Es ist so schlecht, ey. Okay, das ist krass. Okay. Immerhin. Oh, alles zu spät. Viel zu spät. Ah. Okay. Ach Mann, alles zu spät. Ziehe. Ich würde sagen, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich greife an mit Mayshit. Die vierköpfige Bestie. Okay, ich hatte kurz Angst. Und jetzt, Höllendichter, beende das Duell. Ja, und jetzt würde man eigentlich das Rad drehen. Aber hier wird kein Rad gedreht, denn ja, die Season geht zu Ende. Das war das letzte Duell zwischen diesen zwei Charakteren. Wir haben jetzt immer nach und nach eben Charaktere aus dem Rad rausgenommen, weil viele Leute sich beschwert hatten, ja, dann doppeln sich Charaktere oder ähnliches. Ja, der Preis dafür ist dann jetzt natürlich, dass die Season jetzt hier zu Ende geht. Was aber noch nicht zu Ende ist, ist das Match, denn das Match geht noch weiter bei CK Phoenix. Am Ende auch verlinkt und Leute, glaubt mir. Es lohnt sich wirklich, dort rüber zu gehen. Dort gibt es nochmal ein richtig episches Duell. Das ist sicher. Und allgemein muss ich sagen, dass diese Season mir sehr gut gefallen hat. Es gab unglaublich gute Duelle. Unglaublich gute. Man könnte denken, dass man zum Teil hier eigentlich 1000 Duelle aufnehmen müsste, um genau solche zu bekommen. Wir machen auch noch eine Playlist nochmal mit allen Duellen drin. Dann könnt ihr das Ganze euch auch nochmal in Ruhe nochmal angucken, falls ihr Duelle verpasst habt. Aber ja, Leute. Das ist Ende erstmal dieser Season. Ich sag erstmal, denn vielleicht kommt in Zukunft ja nochmal etwas. Aber jetzt erstmal sind Anime-Duelle auf jeden Fall vorbei. Waren richtig geile. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben jetzt, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Aber wie immer wünsche ich euch jetzt trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Und natürlich immer viel Spaß beim Duellieren.